Alle diejenigen, die im Leben auch gerne mal stehen bleiben und sich ein wenig umschauen, waren heute in Bocholt-Gold richtig. Über 60 Künstler aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Belgien und natürlich auch aus Bocholt luden hier nämlich zum inzwischen 7. grenzenlosen Kunstkarree. Und weil sich selbst zur Mittagszeit die Bocholter nicht lange bitten ließen, wehte an diesem Sonntag bei bestem Wetter ein Hauch Pariser Montmartre über Markt- und Gasthausplatz. Ja, ich war im letzten Jahr auf dem Montmartre. Ich war im letzten Sommer im Juli 5 Tage in Paris und war da unterwegs. Ja, aber ich natürlich wesentlich kleiner. Aber da waren ja auch die Staffeln und so weiter aufgebaut. Und doch, aber ich finde es wunderschön, was wir in Bocholt haben, ist ein Kleinod. Vom Ambiente sehr gut, allein schon im Hintergrund dieses ehrwürdige Rathaus 1618. Und interessant, und als ehemaliger Kunststudent weiß man ungefähr, was sich da abgespielt hat. So unterschiedlich die Künstler, so vielfältig auch ihre Werke. Ob Statuen aus Afrika, farbenfrohes Porzellan aus Bocholt oder frivole Zeichnungen bekannter Künstler. Für jeden ist etwas dabei. Erst recht, wenn dann auch mal die eigene Heimat, ja sogar man selber, zum Kunstobjekt wird. Und ich habe diese Aktion ins Leben gerufen, um viele Menschen auf eine gemeinsame Ebene zu bringen, unabhängig von gesellschaftlicher Stellung, Nationalität, Religion, und möchte 1000 Fliesen zusammenbekommen und davon hinterher einen Teppich des Friedens bilden. Ja, ich habe angefangen mit ganz alten Bildern, also mit so von 1925. Und die hatte ich dann auch ganz hell und bunt verfremdet und haben die alle gesagt, ach, ich möchte aber gerne schwarz-weiß. Und schwarz-weiß ist immer langweilig, ich bin immer gerne für bunte Farben und für schrille Farben. Und dann habe ich angefangen, noch mehr zu suchen, habe Bilder gefunden von 1966 mit alten Autos, mit BOH dran, was wir jetzt auch wieder machen können. Aber nicht nur für jeden Geschmack, sondern auch für jeden Geldbeutel war etwas dabei. Wie bei diesen Glasstählen auch für das ganz dicke Portemonnaie. Denn ihre filigrane Herstellung kostet so viel wie ein neuer Mittelklassewagen. Und das ist eine sehr aufwendige und langwierige Arbeit. Und zum Beispiel dieses Bild hier, das heißt Kathedrale und ist eine Waldszene. Und dieses Bild hat 7 Monate Arbeit gebraucht. Etwas bescheidener, da die jungen Künstler der Bischof-Kettler-Schule. Erstmals beim Kunstkarree dabei, fanden ihre Werke auch direkt dankbare Käufer. Man weiß gar nicht, was da hervorkommt. Ne? Das sind alles Überraschungseier. Und so sind das zum Beispiel sehr häufig Mischtechniken. Das sind Drucke und dann haben die Grafiken gemacht. Also unsere Arbeiten sind jedes Jahr anders und ja. Wir sind immer ganz stolz darauf, was unsere Schüler alles so können. Und die sind auch wirklich mit Freude dabei. Es scheint ganz so, als sei auch mit dem Kunstkarree ein Ruck durch die Bocholter Kunstlandschaft gegangen. Längst nicht mehr findet der Handel nur in versteckten Galerien statt. Und zusätzlich funktioniert einfach die Zusammenarbeit jetzt mit der Stadt gut. Und mit den öffentlichen Institutionen wie Museum und Volkshochschule. Also die Zusammenarbeit von der freien Kunst und von der institutionellen Kunst läuft, und dadurch kann man viel bewegen. Wir könnten noch eine Reihe auf dem Gasthausplatz, aber das ist voll, sollte auch nicht größer werden. Ja, wir sind jetzt bei einem Maximum. Vielleicht hast du da die Graffiti-Künstler gesehen, die da am Sprayen sind. Sag mal, da werde ich auch für nächstes Jahr wieder versuchen, Highlights zu finden, die dann auch wieder ein bisschen extra Elan bringen. Einmal mehr war der Bocholter Kunstkarree ein voller Erfolg und Inspiration für so manches Wohnzimmer. Wer nicht bis zum nächsten Jahr warten kann, für den die gute Nachricht. Viele der Werke finden sich auch in den Bocholter Galerien wieder. Und ein Hauch Pariser Flair, na, den hat Bocholt doch ohnehin das ganze Jahr.